Mein Nippel ist so nackig. So richtig nackig. Mein Nippel ist so nackig. Ich glaube, die Akkus hier sind voll. Und ja, dann ist es auch wieder Zeit für ein Fahrvideo. So, willkommen zu einem neuen Fahrvideo. Hier kommt Daniel, der Mofa-Junge, mit seiner Sim Simply 50. Mit 3,2 PS geht's auf die Straße mit 25 km/h auf zu neuen Abenteuern. Alles klar, dann würde ich mal sagen, Griffheizung an, weil es ist echt kalt. Ne? Und ja, genau, boah, das sieht so geil aus. Richtig geil. Da auch. Wahnsinn. Cool. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, dann bis gleich auf der Straße. Jo, da bin ich wieder. Ja, willkommen auf der Straße. ja, in diesem Video wollte ich einmal gucken, einmal ausprobieren, wie der sich jetzt so fährt mit Dingens. Mit der halt Drossel und so, also mit dem Standard. Ja, also ist ja Originalvergaser, nur halt ist ja vom Werk aus irgendwie gedrosselt oder so. Und das habe ich jetzt halt wieder eingebaut, die Drossel. Genauso wie es war, ne? Jo, ich habe mich da an dem Schieber orientiert, ne? Und ja, mal gucken, wie das jetzt ist, ne? Weil das soll echt kaum was bringen. Ne, dieses gedrosselte Vergaser. Ne? Egal ob offen oder gedrosselt. Soll echt kaum was bringen. Ja, und das gucke ich jetzt mal, wie das ist von der Beschleunigung. Mal gucken. Ach, das ist kalt, ey. Ah. Ja. Ja, ist okay. Also vom Anzug her. Boah, ist das kalt. Ja, ist okay. Ne? Vom Anzug. Beschleunigung. Ja, ist fast so wie ohne Deckel. Also hier in der gedrosselten Version. Ja, also wenn ich jetzt den offenen Deckel habe, also ich fahre jetzt den gedrosselten Vergaser, und wenn ich jetzt ja diesen offenen Dingens habe, das ist fast genau gleich, die Beschleunigung. Ne? Genau, da hat mich ein Kommentar, ich glaube vor einem Monat war das, angeschrieben. Oder halt mehrere, dass das nichts bringt. Ja, deswegen habe ich das auch wieder zurückgebaut. Ne? Deswegen können wir noch mal gucken, die Beschleunigung. Vollgas. Ja, ist okay. Ne? Ja. Ja, ist okay, alles gut. Ne?
Genau. Mal gucken, ob ich dann dadurch Benzin spare. Das kann ja auch noch sein. Genau, das kann sein, das weiß ich nicht. Muss ich halt gucken. Ne? Oh, super, 1,80 Euro fast. Cool. Jo, genau. Noch ein Rexroller. Großer, okay. Cool. Jo. Mal schauen, ob ich es auch so Benzin sparen kann. Ne? Mal schauen. Das weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Ne? Mal schauen. Ach ja, so ein kleines Fahrvideo. Ach so, wir sind jetzt hier bei Vollgas übrigens. Ne? Genau. Fahren wir hier einmal rauf. Gucken, wie das ist mit leichten Steigungen. Ja, ist okay. Ne, mit leichten Steigungen kommt er auch ganz gut zurecht. Ne? Auch trotz Vollgas. Ne? Oh, Peugeot Django. Okay. Cool. Ist ja leider nichts draus geworden, aber naja, jetzt habe ich ja ihn hier. Ja, die SIM. Und ich finde die tausendmal besser. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, vielleicht kann ich so Benzin sparen. Ich bin jetzt hier auch im Vollgas drin. Ne? Genau. Mal schauen, was das bringt. Wir haben jetzt 11.928 Kilometer haben wir jetzt runter. Ja, mal schauen, ne, ob es was bringt oder nicht. Ne, die Vergaserdrossel. Ne? Er dreht auf jeden Fall dann nicht so hoch oder so. Ist voll geil. Ne? Richtig geil. Ich finde, so muss das sein, finde ich. Ne? Genau, ist auch nicht zu laut oder so. Genau, richtig geil. Mein Nippel ist so nackig. Das geht. Ich bin jetzt schon auf Höchstgeschwindigkeit. Und das mit dem Abdrosseln, das geht. Also, das ist vollkommen okay. Dann wenden wir hier im Eimer wieder. Ja, alles gut. Ist okay, ne? Das ist ein Riesenhaus, ey. Hier war ich auch noch nicht. Doch, jetzt gerade bin ich hier. Ach, hier kann man wenden. Oh, geil, sowas wünsche ich mir. Das wäre doch geil, ey. So eine Schraubergarage nur für mich, ey. Das wäre doch geil. Kann ich schön meine Videos machen.
könnt dann hier wohnen. Boah, Wahnsinn, das wäre doch geil. Und mal Vollgas. Ja, ist okay. Alles gut. So. Ja, jetzt gleich geht's leicht bergab. Ja, reicht doch. Also Beschleunigung ist noch okay. Na, und ja, es reicht doch aus, finde ich. Ist doch okay. Okay. Na? Boah, was ein Wind, ey. Ah, ich habe das Visier jetzt komplett unten. Na? Genau. Ja, reicht doch. Und die Griffheizung wird warm, ey. Oh, ist das geil. Wahnsinn. Richtig genial. Cool. Ja, bin echt gespannt, ob das was bringt. Also wegen dem Verbrauch und so. Boah, geiler Wagen. Bin ich echt mal gespannt. Ja, jetzt geht es leicht bergab, bin ich auch mal gespannt, weil er es ein bisschen höher dreht, aber ich glaube nicht, weil er ist ja gedrosselt, der Vergaser. Auch weiterhin jetzt Vollgas. Oh, cool, zu verschenken. Okay, das reicht doch. Das reicht die Leistung. Ne? Genau. Kurze Testrunde. Bei diesem wunderschönen Wetter. Ja. Genau. Jetzt nochmal Beschleunigung testen, wenn die Ampel rot ist. Reicht doch. Cool. Ja. Und das bringt eh kaum was. Also sowohl wenn, also wenn die Drossel draußen ist, ne, habe ich gemerkt, das bringt eh kaum was. Ne? Außer jetzt höheren Verbrauch. Ne? Also deswegen. Denk mal, vom Werk aus ist sie da eh halt drin. Ne? Und die werden sich dann, denke ich mal, schon was dabei gedacht haben oder so. Ne? Denke ich mal. Αρχίζουμε κι εμείς να βλέπουμε το μηχανάκι, να μην βλέπουμε αλουμίνια. Αλάνια.
Fall. Oder wie seht ihr das? Na? Genau. Jo. Ja, cool. Mr. Bean. Geil. Boah, wird aber ganz schön warm mit der Griffheizung. Ich mach die mal wieder aus. So. Ach ja. Ach so, bevor ich es vergesse, ich habe noch Sachen zu verkaufen auf eBay Kleinanzeigen und die würde ich euch in der Videobeschreibung packen. Ne? Und ja, die könnt ihr dann, falls Interesse besteht, könnt ihr mich anschreiben auf eBay Kleinanzeigen oder so. Ne? Oder auch in den Kommentaren oder so, aber ich denke mal auf eBay Kleinanzeigen oder so ist das dann halt besser. Ne? Falls Interesse besteht an den Sachen, ich blende euch das mal ein. Und ja, also diese Sachen sind halt auch in der Videobeschreibung verlinkt, ne? Wenn Interesse besteht an meiner alten Kamera oder so. Ne? Oder halt Dingens, mein alter PC-Monitor, wenn auch gut ist. Ne? Genau. Also nur wenn Interesse besteht. Ne? Genau. Oh cool, alter Renault Espace da hinten. Cool. Sieht man auch nicht mehr so oft. Wahnsinn. Genau. Klar, ich würde dann sagen, dann melde ich mich dann gleich wieder in der Tiefgarage. Dann bis gleich. Jo, jetzt noch mal hier. Ich habe meine Hand schon extra dahingelegt. Jo, jetzt noch mal von ganz hinten die Beschleunigung ausprobieren. Mal schauen. Ja, ist okay. Jawohl, cool. Genial. Ja, passt doch. Ist doch okay, ne? Jo, alles klar, dann würde ich auch sagen, das war jetzt ein kurzes, kleines Fahrvideo und dann, ja, dann bis zum nächsten Video, haut rein, ciao. Mein Nippel ist so nackig, so richtig nackig, Nippel ist so nackig, so richtig nackig.